Weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge Minecraft Legends. Wir haben hier endlich zwei Golems. Ich habe mir wieder eine Armee besorgt und jetzt werden wir das große Portal hier auseinandernehmen, Leute. Wir haben dem ja schon einen guten Schlag verpasst, ne? Also das Portal sollte auf 100% sein, aber wir haben uns einen dicken Weg reingebaut, würde ich mal sagen. Dann können wir unsere ganze Armee einfach drauf schicken. Wir haben nämlich auch eine Menge... Oh, warte mal. Material. Sollte nicht schaden. Ich hätte auch ein Dorf gehen können. Ich weiß, Leute, aber das kriegen wir auch so schnell voll. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt eine dicke Armee am Start, die wir dann aufs Portal losschicken. Ich werde mir dann direkt mal wieder ein paar Türme in die Nähe bauen und meinen heißgeliebten Redstone-Werfer. Ich glaube, wir waren so ein bisschen von rechts, ne? Also so ein großes Portal ist auf jeden Fall schon heftig. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich muss nur schauen, von wo ich nochmal angegriffen habe. Weil da hatte ich mir auf jeden Fall... Oh, hier sind auf jeden Fall gegnerische Truppen. Ach, hier war früher auch... Ja, hier war ja auch ein Portal gewesen. Da warten die ersten schon. Oh, sorry, Leute. Ich versuche die so ein bisschen zu umgehen. Ich will mir die Truppen echt nur für den Kampf aufsparen. Ja, das ist jetzt so blöd. So, wo habe ich mir das denn? Hä, war das nicht hier? Von wo bin ich gekommen letztes Mal? Oder haben die wieder alles repariert? Nein, oder? Das kann nicht möglich sein. Ich muss einmal drum rumlaufen. Oder regeneriert sich das alles wieder? Ich denke nicht. Ich denke, ich bin einfach nur auf der falschen Seite. Aha, hier hinten. Hier haben wir angefangen gehabt. Und es steht sogar noch alles. Sehr gut. Das heißt, die Verteidigung hat mehr oder weniger gewirkt. Ich würde sagen, direkt aufs Portal. Kompletter Fokus drauf. Sie geben noch nicht auf. So, ganze Truppe einmal drauf. Wir bauen wieder Türme. Bam. 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 Zack. Zack. Dann bauen wir jetzt noch so eine Hütte hier hin. So. Und ich baue mir einmal mein heißgeliebtes Ding hier hin. So. Aber das kriegen wir, guck mal, schon für über 50%, Leute. Jetzt helfen wir noch ein bisschen nach. Die machen das. Noch eine letzte Anstrengung und das Portal wird fallen. Warum hat er so wenig gezogen? Oder habe ich nur meine Truppen getroffen? Ach, keine Ahnung. Warte mal, hä? Was machen die Golems da? Warum chillen die nur? Meine Golems sind einfach nicht am Start. Okay, ich habe meine ganze... Boah, doch, die haben ziemlich... krass zugeschlagen. Hätte ich es nicht gedacht. Wir machen jetzt noch mal ein paar Creeper. Also einen Zombie-Spot baue ich mir auch hier. Die Creeper, die hauen gut rein. So, das schaffen wir auf jeden Fall, Leute. Direkt drauf da. Ein erster ist gefallen. Kein Problem. So, jetzt haben wir es gleich.
haben die in der Luft kaputt gemacht. Ich glaube ja, ne? Komm, die Creeper jetzt, die machen's. Komm, die paar Prozent. Leute, einmal drauf hier. Nicht auf die Gegner. Komm. Wir haben es fast, Leute. Sehr gut, wir haben es geschafft. Das erste große Portal. Hä, der chillt immer noch? Der jagt immer noch Schweine? Okay, der Hexenmeister, die Hexenmeisterin hat, glaube ich, aufgegeben. Oder haben wir jetzt einen Bosskampf? Ich glaube, wir haben jetzt einen Bosskampf. Oh ja. Sieht ganz danach aus, Leute. Sieht nach einem Bosskampf aus. Alles klar. Es ist noch nicht vorbei. Okay, sind wir dafür bereit? Ich meine, ja, ich habe mehrere Türme und so, aber... ich weiß es nicht. Alles klar. Ich habe noch nie etwas so Schnelles gesehen. Wie kann man es nur aufhalten? Mit Verstand. Das Lieblingsziel dieser Horde waren schon immer die Dörfer. Hüte sie und sei bereit, selbst eine Falle zu stellen. Okay. Ich will jetzt irgendwie noch ein bisschen was hier aufsammeln. Aber war das? War es da schon an Kristallen? Das heißt, er wütet jetzt rum und greift Dörfer an. Und Fallen. Das heißt, Eisfallen. Ja, die Kristalle, die kriegen wir, glaube ich, nicht. Das Gebiet ist einfach zu riesig, Leute. Ja, keine Kristalle mehr für uns. 302 haben wir. Wir sehen den aber nicht auf der Karte. Das heißt, der wird höchstwahrscheinlich demnächst immer unsere Dörfer angreifen, ne? Uiuiui, hätten wir doch lieber mit den großen Portalen warten sollen. Ich glaube ja. Aber ich war zu gierig, Leute. Ich war einfach zu gierig. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen dicken Posten am Start. Der wird uns nicht weggenommen. Die haben noch überlebt. Hey, ein paar sind hier doch noch irgendwo, oder? Nur wo? Ach, wie ruhig es hier auf einmal ist. Das Ding können wir dann abbauen, das brauchen wir nicht mehr. Die Türme, die können wir lassen, ne? Dann haben wir auf jeden Fall gut was hingeballert, Leute. Da hinten ist auch noch... Die zwei sind da sogar. Ich dachte nur einer. Das ist nicht gut, Leute. Der ist jetzt unterwegs und macht uns hier Probleme. Ja, wie sollen wir die Dörfer dann... Die Piglins haben eine Basis erweitert. Und was? Jedes Mal, wenn sie das tun, wächst ihre Gefahr. Die Sporenhorde. Was? Die haben eine Basis aufgewertet. Die hier? Diese Piglin-Basis wird stärker. Was? Okay, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall alles clean, ja. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir uns nochmal eine Verbesserung holen. Eieiei, das ist nicht gut. Was passiert jetzt? Seltsam, sie so weit weg von zu Hause zu sehen. Ihre Welt verändert sich und sie sind neugierig zu erfahren, auf welche Weise. Wir sahen, wohin das die Creeper geführt hat. Nein. Die Kraft dieser sanften Seelen stammt aus ihrem Frieden. Sie werden ihren Weg zurück nach Hause finden.
Okay, warum sind die da unterwegs? Verwandeln die sich? Werden die sich verwandeln? Ich weiß es nicht. So, wir schauen jetzt erstmal, wovon haben wir eigentlich noch nichts? Also, diese Hütten würde ich nicht so gern verbessern. Geteilte Dorftruhen. Verbindet alle Dorftruhen. Ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall mal holen. Das können wir uns auch mittlerweile leisten. Jetzt ist die Frage, nochmal 15 Kreaturen mehr? Ich weiß es nicht. Mit dieser Melodie verbinden die Helferlein alle Dorftruhen für dich. Ich würde sagen, ich mach mal das Feuer hier. Wenn du mich fragst, ist Angriff die beste Verteidigung. Ja, der Meinung bin ich auch. Und wir haben keine Kristalle mehr. Okay, alle Dorftruhen werden jetzt geteilt. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal in einer, sammeln dann ein, dann sollten wir eigentlich komplett voll sein, ne? Ich denke mal, ja. Okay, ja. Wir sammeln dann echt alles ein. Das ist gut. Ich würde sagen, wir sollten uns dann direkt das nächste größere Ziel vornehmen. Es gibt ja noch diese Türme, ne? Was kosten die Gold und Redstone? Ich würde sagen, für Verteidigung sollten... Dieses Dorf ist fürs Erste befriedet. Hoffen wir, dass es den hungrigen Blicken der Piglins entgeht. Betäubungsturm, Sprengturm. Wir sollten uns eigentlich mal so einen Turm klar machen, oder? Ich würde sagen, wir holen uns mal einen Turm. Safe ist safe, Leute. Weil wenn der eine echt jetzt überall so unterwegs ist, ne? Ich glaube, dann sollten wir auf jeden Fall ready sein. Warte mal, haben wir hier Spawner, ja. Was haben wir denn? Wir haben ein paar Skelette. Ach stimmt, ich kann die Golems doch mitnehmen, ne? Skelettbogenschützen und ein Haufen Zombies. Aber wo ist der andere Golem? Hier noch zwei. Warte mal, Rückruf. Ach, da ist er. Ich wollte schon sagen. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein paar von dem hier. So, soweit so gut. Ja, haben wir unsere kleine Armee. Aber noch haben wir Glück, ne? Also, gerade kein Angriff. Hier ist relativ gut sicher. Aber ich weiß nicht, wenn der Dicke kommt. Ich glaube, dann sollten wir... Das war halt ein Zeichen, dass wir wahrscheinlich Eisfallen bauen sollen, ne? Wir müssen den auf jeden Fall anscheinend eine Falle bauen. Der scheint nicht so easy zu sein. Der scheint schon ein bisschen knuspriger drauf zu sein. So, dann nehmen wir den Turm mal jetzt mit. Her damit. Hallo? Achso, jetzt wird er abgebaut. Krieg ich ihn ins Inventar? Warte mal, wir warten kurz ab. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Können wir den dann einfach irgendwie hinsetzen, oder... Springturm, sei mehr davon zu sehen, Springtürme zu bauen. Warte mal. Ah, okay. Den haben wir auch direkt im Inventar, kostet aber noch ein bisschen Redstone und so. Nicht schlecht. Das heißt, wir nehmen den nächsten Mal mit. Dann können wir den ja auch zum einsetzen, um Krieg zu führen, oder? Können wir die auch für den Krieg einsetzen? Hey. Okay, keine Probleme. Das ist meine Crew. Hab ich direkt wieder ein paar Leute einsammeln können. Sehr gut. Dann sammeln wir den auch mal. Das könnte uns echt nützlich sein. Okay, Eisen haben wir voll. Ja, ist leider drauf gegangen.
Wir können leider nicht alle retten, Leute. So, den Turm, den gönnen wir uns jetzt. Her damit. Dafür hatten wir noch genug Gold. Dann würde ich sagen, geht's hier hin und zum mittleren Portal. Ah, das mit den Türmen ist cool. Das ist nicht schlecht. Stimmt, hier habe ich ja so eine kleine Base gemacht. So, wir müssen in die Richtung. Warte mal, ich habe hier... hier so ein Ding frei. Oder? Hä? Nee, doch nicht. Mauern, was... ja, diese Schutztürme, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Mauern können erstmal weg, obwohl... wir machen das erstmal so. Aber das ist doch noch ein Platz frei. Na, komisch. Oh nein, 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 nein. Nicht, die laufen alle mit rein. Das war ja irgendwie klar. So. Dann geht's jetzt rüber direkt zum nächsten mittleren Portal. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Warte mal, hier ist eine Truhe. Okay, die Base ist auf jeden Fall ein bisschen knackiger anscheinend. Die hat eine gute Verteidigung. Aber das kriegen wir schon irgendwie weg. Sollen wir von der Seite aus angreifen? Ich glaube, wir müssen von der Seite aus angreifen, ne? So, wir bauen uns einfach jetzt ein paar Trappen. Hier könnt ihr schon mal angreifen. Hallo? Hä? Warum ist das so komisch gedreht? Hä? Was ist denn das? Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Wir können da nicht angreifen. Oder müsste ich das aufsprengen? Dann müssen wir irgendwie von der Seite mal schauen. Irgendwo muss auch ein Haupteingang sein, oder? Aber von wo? Ah, hier. Alles klar. Ich verstehe. Dann würde ich sagen, selbe Geschichte wie vorhin auch. Wir können uns schon mal einen Redstone-Werfer machen. Ha! Du hast ihre Verteidigungsanlagen durchbrochen. So. Obwohl doch, die können hier ruhig drauf. So, ein paar muss ich mitnehmen. Die gehen dann hier einmal drauf. Ich weiß noch nicht, von welcher Seite wir jetzt angreifen müssen. Ich mache auf jeden Fall wieder mein Ding hier, Leute. Der Turm muss auf jeden Fall weg. Ich bin vor diesen neuen Piglins. Neue?
Ach, hier oben, wir haben offen. Wir haben aufgemacht. Sehr gut. Das wusste ich nicht. Ich kann auch die Mauern anscheinend einreißen. Nicht anreißen, einreißen. So. Achso, neu sind die auch gar nicht. Den kennen wir doch schon. Ah ne, wir müssen ja erstmal diese Türme, glaube ich, kaputt machen, ne? Diese komischen Lavatürme. So, soweit, so gut. Dann würde ich sagen. Wo kann ich nochmal hinballern? Ich kann nur so einen Turm weghauen, ne? So normal. Machen wir mal deren komische Brutstätte. So, lassen das einmal kommen. Nachschießen. Zack. So. Können wir jetzt zwei bauen? Eigentlich ja, oder? Ah, nicht genug Ressourcen. Nee, leider nicht. Für das Ding haben wir nicht kaputt bekommen. Boah, bin ich auf einmal langsam. Wo ist der andere Turm? Da hinten. Ich bräuchte nochmal Redstone eigentlich. Oder schafft er es bis da hinten hin? Nee, leider nicht. Aber wir können da die Mauer einreißen. An der Baustelle noch mal einen hin. So, komm, ganz schnell noch. Wir nehmen uns das Gebiet hier einmal. Die anderen lassen wir mal drin. Platz, ah, warte mal hier. Ein erster ist gefallen. Ach, ich habe keine freien Arbeiter, okay. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? So, wo ist der Turm? Hier. Kriegen wir ihn kaputt? Bin mir nicht ganz sicher. Ne, leider nicht. Versuch mal von hier hinten noch. Ein paar haben wir da, aber der hat gut Schaden bekommen. Ich mache auf jeden Fall nochmal neue Truppen, Leute. Einmal Creeper und Zomberonis. So, wir können doch hier nochmal ein bisschen Gebiet hier einnehmen. Wir wenigstens noch so eine Geschichte hier machen. So.
Dann schicken wir Reaper mir rein. Okay, sehr gut. Den haben wir kaputt. Dann können wir jetzt direkt darauf einmal aufs Portal. Du bist fast fertig. Das Portal liegt frei. Kommen wir schon bis zum Portal? Ah ja, ich glaube ja. Ja. Okay, 4%. Und noch mal ein bisschen. Also 7% Schaden macht das insgesamt. Dann schicken wir erstmal eine dicke Creeper-Armee. Einmal drauf. Ich hoffe, die kratzen es vorher nicht ab. Ja, warte mal. Ich sollte eine Treppe bauen. So, und einmal drauf. Schauen wir mal. 93%. Ein erster ist gefallen. Oh, nicht gut. Machen die keinen Schaden? Machen die Creeper gerade keinen Schaden? So. Dann halt die Zombies. Dann halt Zombie Bros. So. Müssen wir noch irgendwie ein bisschen Verteidigung bauen. So weit, so gut. So, nochmal eine Ladung. Ach ne, wir sind voll. Und die Zombies sehen halt noch ein paar besser aus. Wir können den anscheinend auch keinen Schaden machen irgendwie, ne? Auch die Zombies machen das. Die machen das. Hätte ich noch so einen Redstone-Werfer, das wäre richtig geil, ne? Kann ich nochmal so eine Hütte hier hinbauen? Das wäre ganz gut. Auch wenn das in der Luft schwebt. Sieht halt blöd aus, aber muss ja nur seinen Zweck erfüllen. Und wir brauchen noch wieder ein bisschen Material. So, ist er ready. Oh ja, der war ganz halt schon ready und nochmal drauf. Und jetzt ein paar Creeper und ein paar Zombies. Das Portal erleidet ernsthaften Schaden. Oh yes. Jetzt aber. Boah, ich häng schon wieder unten fest. So, wir gucken nochmal. Ich glaube, wir sollten aber dahin, ne? Ich glaube, die packen das. Ich glaube, das ist der Rest jetzt. Ja. Jetzt hauen die Creeper rein. Weg mit denen. Sehr gut. Bam. Jetzt gibt es wieder Stress, Leute. Jetzt gibt es wieder Stress. Das nächste wird der befreit, ne? Alles klar, der schickt neue Truppen los. Er ist wütend. Er ist auf jeden Fall wütend. Der ist nicht so wie der andere. Die Bastionshorde scheint aufgeregter als sonst zu sein. Ja. Der Unverwüstliche ist wütend.
Die Bastionshorde wird jetzt noch härter kämpfen, um seiner Bestrafung zu entgehen. Ja, das werden die vom Boss bestraft, ne? So, ich sammle jetzt nochmal ein paar Crystallonis. Ich hoffe, diesmal kriege ich ein bisschen mehr. Ah, das sieht schon wieder kritisch aus. Ah, komm, komm, komm. Da hinten sind noch viele. Oh. Okay, einige konnte ich einsammeln. 270 ist doch schon mal ganz gut. Ja, da haben wir wieder was Fettes hingebaut, ne? Haben wir wieder ein richtig dickes Ding gebaut. 12 Zombies haben wir, ne? Hä? Wo sind die? Ach, da hinten noch, ey. Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Zombie-Armee. Mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar. Ja, viele haben wir nicht mehr. Viele haben es leider nicht überlebt. Aber warte mal, da war eine Truhe, ne? Sagen, dann könnt ihr mal warten. Ich glaube, ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht ja doch. Vielleicht haben wir Glück, Leute. Ich meine aber nicht, dass ich einen Schlüssel habe. Oh doch. Geil. 61 Gold. Also Kristall hätte ich bevorzugt. Aber soll man machen. Ich will mich nicht beschweren. So, ich glaube, das lassen wir hier einfach mal so stehen. Wo ist denn das nächste Ding? In der Richtung. Das heißt, da hinten lang sogar. Sollen wir schon mal eine kleine Armee draufwerfen? Wir haben kaum Material, ne? Ach komm. Einmal reinpieksen geht. Einmal kurz rein dippen kriegen wir hin. Obwohl, das ist auch wieder so eine große, ne? Egal, wir machen mal ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen kaputt. Ein paar kleine Dinger gehen. Okay, das ist auf jeden Fall eine dicke Anlage. Hallo? Warum greifen die denn nicht an? Angst? Eigentlich nicht, oder? Dann sammeln wir noch ein paar Crystallonis. Wir werden auf jeden Fall von hier aus angreifen, deswegen werde ich sagen, können die schon mal das Tor einreißen. Und ich werde mir schon mal meinen ersten Platz sichern. Das sieht irgendwie ein bisschen einfach aus, als das, was wir davor hatten, das große, ne? Sieht irgendwie ein bisschen einfacher aus. Seltsam. Ha! Du hast ihre Verteidigungsanlagen durchbrochen. Gut, dann schicken wir die mal noch rein. Haut das Ding mal weg. Ich reiß dann die Mauer ein. So, warte mal. Den auf jeden Fall. So, nehmen wir das Stück hier auch noch mit. So, dann hauen wir ein Loch rein. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich die Kristalle hier verpasst. Egal. Wir machen das ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit kommen. Ich bin überrascht, Leute. Ich bin echt überrascht. Und wir sind pleite. Warte mal, kann ich nicht. Ne, ich kann leider keinen Spawner bauen. Dann gehe
mich jetzt nochmal hoch. Helfen denen vielleicht ein bisschen. Oh, die sind auch hier auch schon wieder durchgebrochen, ne? Dann geht man hier drauf. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Das können wir noch weghauen. Turm können wir weg. Hä? Mittendrin ein Turm? Der war doch vorher nicht da, oder? Haben wir ihn gerade hingebaut? Dann gehe ich erstmal weg. Okay, hier wird angegriffen, das ist nicht gut. Ach, die Piglins werden dieses Dorf angreifen, sobald die Sonne heute Nacht untergeht. Ich muss mich erstmal verbessern, obwohl, ja, ich hätte Material einsammeln müssen. Warte mal, wir gehen das ganz kurz einmal was einsammeln. Das sollten wir noch hinkriegen. Dann haben wir schon uns einen guten Weg durchgebaut, Leute. Nicht gedacht. Einer lebt noch. Aber auch nicht mehr wirklich krass. Ich mach bloß einmal die Armee ready. Sehr gut. Damit wir die mit uns mitnehmen können. Und dann müssen wir nächstes Mal wieder leider verteidigen, ja? Und wir haben gar keinen Redstone mehr, echt. Wo finden wir den Redstone? Hier oben. Haben wir auch ein Gebiet, wo wir direkt Redstone finden können? Wo wir eine Base haben? Hier oben. Warte mal. Ich würde sagen, ich hole mir auf jeden Fall noch eine weitere Truppe, Leute. Ich würde sagen, das war's doch erstmal mit dem Video. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.